Es ist Tag 187 des Ukraine-Krieges und im südukrainischen Gebiet Cherson sollen ukrainische Truppen nun die russischen Frontlinien durchbrochen haben. Die Streitkräfte der Ukraine haben Offensivhandlungen in vielen Abschnitten im Süden der Ukraine begonnen, zitierte zumindest das Internetportal Romatske die Pressesprecherin der Südgruppe der ukrainischen Armeen, Natalia Humanyok. Demnach sollen die Einheiten der Donetsker Separatisten und unterstützender russischer Marineinfanterie zum Rückzug gezwungen worden sein. Genaue Ortsangaben wurden bisher nicht gemacht. Und auch diese Angaben lassen sich weiterhin nicht von unabhängiger, neutraler Seite überprüfen. Und entlang der gesamten Frontlinie melden ja auch die Verteidiger russische Angriffsversuche. Unter anderem am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja spitzt sich die Lage weiter zu. Lange ist darauf gewartet worden. Jetzt spricht aktuell das ukrainische Militär von einer Gegenoffensive, die man gestartet hat. Und da sprechen wir vor allem über den Süden des Landes und dort vor allem auch über die Region von Cherson. Es scheint so zu sein, als wäre man von ukrainischer Seite in der Lage gewesen, russische Infrastruktur, also vor allem Munitionslager, in der letzten Zeit zu attackieren und somit auf jeden Fall den Vormarsch der russischen Armee in dieser Region deutlich zu verlangsamen. Sicherlich hat es auch damit zu tun, dass vor allem auch im Süden des Landes von der ukrainischen Seite sehr viel schweres Equipment eingesetzt wird. Also genau dieses Equipment, nachdem man so lange auch gefragt hat, also schwere Waffenlieferungen, die vor allem aus den Vereinigten Staaten und aus Europa gekommen sind. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass wir eine sehr starke Offensive der russischen Armee aktuell vor allem im Osten des Landes weiterhin sehen. Also da vor allem auch im Bereich von Donetsk. Und es scheint so zu sein, als würde das russische Militär versuchen, aufgrund dieser Offensive möglichst viele ukrainische Soldaten auch in den Osten wieder des Landes zu locken, damit diese Gegenoffensive der Ukrainer im Süden nicht so schnell ablaufen kann, wie sich das die Ukrainer vorstellen. Ich denke, man muss vorsichtig sein. Es ist ein wichtiger Schritt für die Ukrainer, dass diese Gegenoffensive gestartet ist. Wie erfolgreich sie wirklich sein wird, das werden, denke ich, erst die nächsten Tage und Wochen dann auch wirklich zeigen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.